Wie schützt man die Privatsphäre im digitalen Werbeumfeld? Können Privacy-Enhancing Technologies den Spagat zwischen effektiver digitaler Werbung und der Privatsphäre der Nutzerinnen meistern? Und wie können diese Technologien vielleicht auch das Vertrauen der Nutzerinnen stärken? Darum soll es im nächsten Vortrag gehen und ich bitte Sebastian Granz von Google auf die Bühne. Viel Spaß. Dankeschön. Klicker ist da vorne. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich, hier zu sein, auch wenn sich die Reihen schon langsam lichten. Der Slot vor dem Drinks ist immer, glaube ich, ein bisschen undankbar. Wir müssen daran arbeiten, dass wir mal früher drankommen. Mein Name ist Sebastian Granz. Ich bin im Team von Google, was sich um die Zusammenarbeit mit Werbeverbänden in Europa kümmert. Und ich möchte heute noch mal abends vielleicht eine kleine andere technologische Perspektive reinbringen. Wir haben viel über KI gehört. Und ich möchte heute Abend mal über die sogenannten Privacy Enhancing Technologies sprechen und wie sie vielleicht auch ein Weg sein könnten, in Zukunft Datenschutz und effektive digitale Werbung in Einklang zu bringen. Denn wir sind sehr davon überzeugt, dass sie viel Potenzial bieten. So, beginnen möchte ich aber mit einer kleinen Erfolgsgeschichte. Machen wir viel zu selten. Denn vor knapp 30 Jahren war noch nicht mal 1% der Weltbevölkerung online. Und heute, 30 Jahre später, sind es schon über 5 Milliarden Menschen, die online sind und von den ganzen Vorteilen, die das Internet bietet, profitieren können. Ein ganz elementarer Bestandteil dieser Erfolgsgeschichte, über die wir aber echt wirklich wenig reden, ist die Werbung. Denn Werbung finanziert zum einen die Inhalte, die User wahrnehmen können, bietet meist und User kostenfreien Zugang zu Informationen oder anderen großartigen Inhalten. Sie ermöglicht, dass Publisher oder generell Content Creator für ihre Arbeit fair entlohnt werden. Und es ermöglicht aber auch, dass Werbetreibende im Netz ihre Zielgruppe effektiv erreichen können. Darüber sprechen wir viel zu selten. Und wir sehen aber auch, dass sich das so ein bisschen in den letzten Jahren geändert hat. Denn wir sehen auch, dass die Nutzer deutlich sensibilisiert darüber sind, wie Daten im Internet genutzt werden, welche Daten über sie selber genutzt werden und wie das für Werbung verwendet wird. Und deswegen sehen wir auch teilweise schon Reaktanzen gegen diese Werbung und führen dazu, was dazu führen kann, dass das werbefinanzierte Internet, so wie wir es kennen, durchaus in Gefahr ist, wenn Werbung nicht mehr effektiv ist, User vielleicht sogar Werbeblocker installieren und man sie gar nicht mehr erreichen kann. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass User durchaus wünschen oder gar erwarten, dass die Inhalte, die sie sehen auf den Webseiten oder die Werbung, auf sie zugeschnitten sind. Sie erwünschen also ein personalisiertes Erlebnis online. Und da ist die Frage, wie kriegen wir dieses Spannungsfeld gelöst? Das wird auch nicht einfacher, denn wir sehen, dass auch immer Regulierungsbehörden immer stärker darauf achten, wie Unternehmen Daten sammeln, wie sie verwendet werden und auch für Marketingzwecke verwendet werden. Ne? Auch getrieben durch die ganzen gestiegenen User-Erwartungen, die wir eben auch schon kurz thematisiert haben, folgt die Regulierung immer mehr und wird strenger. Und es ist ja nicht nur mal ein Thema, was wir hier in Europa haben, sondern eben auch mittlerweile sind, glaube ich, in fast allen größeren Ländern der Welt moderne Datenschutzgesetze verabschiedet worden. Als Werbebranche haben wir, glaube ich, die Herausforderung, dass wir uns in den letzten gut 20 Jahren dahin entwickelt haben, dass wir uns auf Technologien wie zum Beispiel den Drittanbieter-Cookie oder andere Mechanismen verlassen haben, die intensive Daten über den Nutzer sammeln, Profile erstellen und ihn so halt auch teilweise über Webseiten oder Apps hinweg verfolgen und was dadurch führt, dass man teilweise sehr personalisierte oder persönliche Informationen hat. Das macht es am Umkehrschluss auch wieder für Website-Betreiber oder Technologieanbieter nicht einfach, da den Interessen der Nutzer gerecht zu werden, wenn man sich auf Technologien verlässt, die gar nicht mit dem Datenschutz im Blick entwickelt wurden. Nichtsdestotrotz muss man anerkennen, dass diese Technologien durchaus sehr, sehr sinnvoll sind und viele Use Cases, die wir schätzen, auch unterstützen. Sei es der vereinfachte Login, sei es, wie ich schon sagte, persönliche oder personalisierte Angebote, Inhalte oder dass es sichergestellt wird, dass wenn man ein Produkt in den Warenkorb legt, den Kaufvorgang abbricht, wiederkommt, dann einfach die Information wiederfindet. Nun ist also die Frage, wie kriegen wir das irgendwie gelöst, dass wir dieses Spannungsfeld auflösen. Auf der einen Seite wollen wir den Nutzern
personalisierte, persönliche Angebote machen. Auf der anderen Seite wollen wir auch den Datenschutz stärken. Wie können wir das angehen? Für uns als Google ist das immer so eine Frage, wir gehen diese Fragestellung immer an, wie können wir das mit Technologie lösen? Und in diesem Zusammenhang kommen die sogenannten Privacy Enhancing Technologies oder auch PETs, eine weitere Abkürzung mal in den Raum zu schmeißen, ins Spiel. Denn wir glauben, dass sie wirklich Potenzial bieten, diese Fragestellung zu adressieren. Unter einer Privacy Enhancing Technology verstehen wir technische Verfahren oder eine ganze Breite von technischen Verfahren, die den Datenschutz verbessern, indem sie die Erfassung, Verwendung oder auch Speicherung von Daten minimieren durch den Einsatz von technischen Maßnahmen, aber auch gleichzeitig es erlauben, Erkenntnisse aus diesen Daten zu ziehen. Wir haben schon relativ lange in Privacy Enhancing Technologies investiert, weil für uns auch immer ganz wichtig ist, für Google funktioniert es nicht, wenn die Nutzer kein Vertrauen in unsere Produkte haben, dann nutzen sie die Produkte einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, das weiterzuentwickeln. Und wichtig ist auch, die sind jetzt nicht nur für Werbezwecke entwickelt worden, sondern man nutzt sie auch bei ganz anderen Produkten, die gar nichts mit Werbung zu tun haben. Zum Beispiel bei Google Maps kommen auch diese Technologien zum Einsatz. Es gibt ja eine ganze Reihe von Technologien, die wir da schon im Einsatz haben, um ein paar Mal zu nennen. Zum Beispiel Differential Privacy, wo Daten berechnet werden und bei der Berechnung oder bei dem Ergebnis der Datenberechnung spielt es dann am Ende keine Rolle mehr, ob ein individueller Datensatz mit drin ist oder nicht. Es wird auch ein bisschen Noise oder Geräusche, Rauschen hinzugefügt, um einfach sicherzustellen, dass individuelle Datensätze quasi nicht identifizierbar sind. K-Anonymity oder K-Anonymität bedeutet einfach, dass der Datensatz groß genug sein muss, dass es einfach keine Rolle spielt, ob ein Individuum damit dabei ist, damit man eine einzelne Person nicht erkennen kann. On-Device Storage und Computation oder Processing bedeutet einfach, dass die Berechnung von Daten oder die Prozessierung einfach auf dem Endgerät des Nutzers stattfindet und gar nicht die Umgebung verlässt und gar nicht auf andere Server geschickt wird, sodass damit eben auch alle Daten direkt beim Nutzer bleiben und so auch sichergestellt wird, dass die personenbezogenen Daten eben das Gerät nicht verlassen. Und die Trusted Execution Environment oder auch TEE ist einfach eine sichere Hardware-Umgebung, auf die ich nochmal kurz ein bisschen näher eingehen möchte. Denn eine Trusted Execution Environment kombiniert Hardware- und Software-Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass der Code, der ausgeführt wird, einfach sauber ausgeführt wird. Der Code innerhalb so einer Trusted Execution Environment ist isoliert von auch externen oder Beeinflussungen, unabhängig davon, wer der Administrator ist, so dass eben auch sichergestellt werden kann, dass keiner so eine TEE beeinflussen oder hacken kann. Da ist auch wichtig, dass nur verschlüsselte Daten in so eine Umgebung hereinkommen und auch wieder herausgehen können. Und auch ganz wichtig, diese Umgebung kann ein sogenanntes Zertifikat ausstellen, um einfach zu belegen, welcher Code wurde ausgeführt, damit auch zum Beispiel externe Auditoren nachvollziehen können, was ist da eigentlich genau passiert und wurde wirklich nur das ausgeführt, was ausgeführt werden sollte. Und diese Innovation bringen wir jetzt auch zum ersten Mal großflächig in unsere Werbeprodukte rein. Und den ersten Use Case, den wir da haben, ist das sogenannte, was wir nennen, Confidential Matching. Google hat ein Produkt, das nennt sich Customer Match, wo Werbekunden ihre eigenen First-Party-Daten mit denen von Google, mit den eigenen Daten von Google abgleichen können, um so ihre Zielgruppe erreichen zu können. Bislang erfolgte der Abgleich, indem die Daten gehasht werden mit dem neuesten Standard. Und zudem gab es auch natürlich vertragliche Garantien von Google, dass die Daten nur so verwendet werden, wie der Kunde es wünscht und dass Google diese Daten nicht für eigene Zwecke verwenden kann. Trotz dieser vertraglichen Garantien gab es natürlich immer wieder Zweifel. Macht ihr wirklich nur das, was ihr eigentlich auch, was ihr sagt? Oder was macht ihr wirklich damit? Mit dem nächsten Schritt durch den Einsatz von der Trusted Execution Environment gehen wir noch einen Schritt weiter und können eine technische Garantie ausstellen, dass die Daten wirklich nur so verwendet werden, wie sie vorgesehen werden und dass wir sie nicht für andere Sachen verwenden können. Und zudem, wie gesagt, kann man eben auch das per technischem Zertifikat
belegen, dass die Daten nur auf die Art und Weise auch berechnet wurden, wie es vorgesehen wurde. Das ist der erste Anwendungsfall, wo wir das großartig machen. Die Kunden, die das Produkt nutzen, müssen nichts weiter tun, es steht kostenfrei zur Verfügung. Es hat dem Bildschirm die Sprache verschlagen. Das ist so cool. Ja. Ich habe noch 7 Minuten, also ich kann es auch reinholen. Ich kann uns auch weitererzählen, aber die Slides sind da. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, das wäre schade bei den Slides. So, jetzt sind wir wieder da. Also, wo war ich stehen geblieben? Also, die Trusted Execution Environment ermöglicht einfach die technische Garantie, dass die Daten nur so verwendet werden, wie es der Kunde möchte und kann das auch mit einem Zertifikat belegen. Wir haben diesen Code und dieses Produkt auch öffentlich zugänglich gemacht. Wir haben den als Open Source auf einer Plattform GitHub veröffentlicht, um einfach die Adaption von solchen Technologien zu beschleunigen und damit auch weitere Anbieter eben davon Gebrauch machen können. Die Vorteile, wenn wir zusammenfassen, was so eine sichere Trusted Execution Environment bietet, sind in erster Linie drei Dinge. Man kann sich sicher sein, dass die personenbezogenen Daten oder grundsätzlich die Daten einfach besser geschützt sind, denn niemand kann wirklich eine TI hacken. Es führt auch dazu, dass das einfach uneingeschränkte Teilen von Daten weniger wird. Und man kann das eben auch belegen und Auditoren können nachvollziehen, was da passiert. Und am Ende führt das dazu, dass alle, sowohl die Kunden als auch die Endnutzer, einfach mehr Vertrauen haben in die Produkte, die man und die Daten, die sie mit uns teilen, und die Produkte mit einem besseren Gefühl nutzen können. Und dann komme ich eigentlich auch schon zur Zusammenfassung, um ein bisschen hier auch Zeit für euch reinzuholen. Vielleicht drei Dinge, die ich gerne mitgeben möchte. Aus unserer Perspektive sind Privacy Enhancing Technologies ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz, der die Interessen, den Datenschutz auf der einen Seite und die effektive Werbung auf der anderen Seite ausbalanciert und ein wirklich vielversprechender Weg für die Zukunft sein können. Der erste Use Case bei uns bei Google ist das sogenannte Confidential Matching, wo das großflächig zum Einsatz kommt. Und vielleicht nochmal zu guter Letzt einen Punkt vielleicht für die Gespräche beim Networking gleich. Wenn wir jetzt raufblicken auf zukünftige Regulierung, die aus den diversen Richtungen auf uns zukommt im Bereich Werbung, ist die Frage, sollten Technologien, die einfach Datenschutz by Design konzipiert worden sind, Dateneinsatz deutlich minimieren, sollten da die gleichen Anforderungen gelten wie an aktuelle veraltete Technologien wie den Cookie oder sollte man das vielleicht differenzierter betrachten? Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Bedanke mich und freue mich gleich noch auf einen schönen Austausch beim Networking.